Willkommen zurück zur 18. Folge von Paper Mario The Origami King. Ich bin immer noch auf der Suche nach Wänden aus Wellen. Denn dahinter soll sich das verbirgen, was wir suchen. Plan, wie wir dorthin kommen? Null. Palast von Charm City. Gut, das hätte ich auch ohne deine Übersetzung hinbekommen. Wände aus Wellen hinter Feuer. Dort ist mein Auge mir so teuer. So lautet die Zeile. Wir können da tatsächlich durchgehen und da waren wir nämlich noch gar nicht. Hier ist nämlich auch ein Toad. So. Ich habe meine Freiheit zurück. Allerdings, Kumpel. Okay, da drüben soll ich scheinbar nicht raufkommen, das verstehe ich, aber dass ich hier auch nicht raufkommen soll, verstehe ich wiederum nicht, dass es hier nirgends einen Weg gibt. Das ist mir tatsächlich ziemlich schleierhaft. Ne, kein Plan. Dahinter ist nämlich noch ein Dings, was repariert gehört. Irgendwelche Fragezeichenblöcke, die mich drüber bringen, könnte ich ja mal kurz wieder aktivieren und dazugehören. Aber tatsächlich schlägt hier überhaupt nichts aus. Ja, hier hinter waren wir letzte Folge schon. Das hat diesbezüglich wenig gebracht. Hast du was Neues für mich? Du bist schon auf dem Weg. Komm bald wieder und bring Stapelmünzen mit. Ja, ich frage mich halt, wie ich da nach hinten komme. Ach, das war so schön. Also eigentlich immer ohne Sonne. Ja, das werden wir ändern. Dahinter liegen auch nämlich ein paar Toads. Aber das soll jetzt unser Problem sein. Wir suchen jetzt eine Wand aus Wellen. Und ich habe keinen Plan, wo sie ist. Allerdings, wenn wir die Wand aus Wellen nicht finden, dann bringe ich mal das Auge dort links hin. Dann haben wir das nämlich mal abgeschlossen. Und dann ist das auch erledigt. Und ich glaube es einfach nicht, dass es hier dann einfach nicht mehr weitergeht. Dass wir das jetzt einfach verspielt haben. Das ist so schade. Aber gut, die Chance wird hoffentlich nochmal kommen. Gut, oben setzen wir jetzt den Kreisklunker ein und das nächste dann irgendwie mit Feuer und Wellen und ich bin komplett überfordert. So. Rein da. Beginne wieder mal zu strahlen. Das Feuer reicht nämlich, das ist so eine starke Linse, die reflektiert das und macht daraus einen Laserbeam. In Richtung des Tempels, wo auch die gelbe Rolle aufgefädelt ist. Wenn es jetzt deutlicher wird, dann würde ich sagen, dass es eindeutig ein Erdpergamenton-Faltkreis. Los mit dir, steh auf. Professor, sind Sie okay? Oh, ja, tut mir leid, ich hatte keine Ahnung, wie anstrengend Archäologie sein kann. Voller Sack. Na toll. Hat denn Olivia einen Tipp für mich, der zur Abwechslung vielleicht auch mal brauchbar ist? Wände aus Wellen, sehr seltsam. Ist damit vielleicht eine Wand mit Wellen drauf gemeint? Er kann gut möglich sein, aber ich wüsste nicht, wo ich die finde. Hier ist auf jeden Fall noch eine Menge Geld vergraben. Dass ich nie was vom Schatz abhaben will, wundert mich. Wände aus Wellen. Ich weiß, diese Sandberge kann man wohl kaum aus Wellen werten.
Auch wenn sie für mich alle aussehen, das werden sie auswählen. Oder ist das vielleicht tatsächlich im Palast? Ist das möglich? Hier führt offensichtlich alles hin. Aber ich finde hier keine Wellen aus Wände aus Wellen. Wenn das Wellen ist. Ja, stand aber auch irgendwas von Feuer. Vielleicht einfach mal in die Richtung fahren. Feuer haben wir nämlich da vorne gehabt. Ja, das ist der erste Turm. Und hier ist was. Hier ist nämlich Feuer. Nee, kein Plan. Ich suche jetzt mal nach. Also ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie man hier darauf kommen soll. Oder wie man das finden soll. Ich muss das jetzt googeln, gebe ich ehrlich zu. Aber hier, bei den Ruinen. Bis jetzt da links oben sind Berge, rechts oben sind Wellen. Verziert, da sind so Kreisdinger und da sind so Stacheln und da ist alles Mögliche. Haruk. Und unser Tipp lautete ja. Was ist jetzt schon wieder für ein Tweet? Weg. So. Unser Tipp lautete ja Feuer. Ja, dann ist das Ganze natürlich hier vergraben. Ist für mich tatsächlich das Schwerste gewesen, aber wir haben jetzt immerhin den Quadratklunker gefunden. Sehr schön. Vollgas. Turbo. Ab zurück. Dann bin ich nochmal gespeichert, das ist sehr gut, vor allem für mich. Hier können wir nochmal graben. Nochmal ordentlich Geld, falls der Tod was Neues für uns hat. Und dann werden wir vermutlich diese Folge schon das Feld da oben betreten, sofern alles nach Plan läuft. Jetzt fahren wir erstmal Richtung Jam City. Oder die haben das irgendwie anders genannt, habe ich schon vergessen. Dann ab nach rechts. Zum Fern irgendwas. Ja, fernöstliche Sandpapier. Wüste. Dann hinauf in den Turm. Und das letzte Teil einsetzen, damit der Kreis vom Erdpergament dann fertig wird und wir endlich den Palast aus dem Boden befördern können. Dazu fehlt nur noch der Quadratklunker. Rein mit dir. Und damit richtet sich auch dieser Turm aus und auch hier sein rechtes Auge strahlt wieder und der grüne Laser leuchtet bis auf die Plattform und damit ist der Kreis vollendet. Sehr, sehr cool. Moment mal, ich muss doch gar nicht hinfallen, oder? Ich schwebe. Wow, bist du intelligent. Also, naja, besser spät als nie, aber... Naja, dass du nicht die cleverste bist, haben wir schon bemerkt. Allerdings bist du in manchen Momenten auch sehr hilfreich. Ja, dies hat sich auch gedreht. Ja, danke für die Info, das ist... Warum speichere ich bei der Ausfahrt aus dem Speicher, der sowieso... Leben noch die letzten zwei Pockys, die lassen wir in Ruhe. Wir müssen wieder Jam City verlassen und müssen in die kleine Sandpapierwüste, denn dort befindet sich unser Faltkreis, den wir brauchen. Genau. Hell erleuchtet. Das ist neu. Leuchtet da jetzt etwas? War das immer schon da? Nein, das war noch nicht immer da. Hey, könnte das ein Faltkreis des Erdpergamentons sein? Ja, habe ich ungefähr 100 Mal gesagt. Was steht denn hier?
Achso, ja. Okay. Na dann. Zeig mal, was die Pergamacht so kann. I will skip that, because it is boring. Wie man auch da hinten die Lichtstrahlen sieht, das finde ich so geil. Dein Versteckspiel hat sich erledigt. Wir konnten zwar nicht die Sonne zum Scheinen bringen, aber wir befördern einfach den Tempel trotzdem nach oben. Oh, da sind zwei Toasts drauf. Das gefällt mir. Sieht doch ziemlich, ziemlich geil aus. Das ist der Tempel von Jamesys. Jamesys? So heißt ein Lichtpult-Firma. Das war also damit gemeint, dass er sich versteckt. Die alten Falter hatten wirklich eine Schwäche für kryptische Hinweise. Ja, das stimmt. Professor, meinen Sie, dass wir zur Luftschlange kommen, jetzt da der Tempel aufgewacht ist? Sie führt direkt in die Spalte, sehen Sie. In der Tat, das Ende der Luftschlange scheint sich im Inneren des Tempels zu befinden. Schnell, suchen wir den Eingang. Er dürfte sich ja nicht allzu gut verstecken, der Eingang. Das sieht aus wie der neue Tod drin. Nee. Nur einige Schnipsel, dann ist das hier wahrscheinlich auch so. Das lasse ich dann mal stehen. Schnipsel haben wir ja mehr als ausreichend. Und dann betreten wir zum ersten Mal den Tempel. Der Ton analysiert flüssig. Ja, es scheint wirklich so, als wäre das hier die letzte Ruhestätte von König Jamesys. Weiterhin ist mir nun klar, dass der Tempel von einem raffinierten Sicherheitsmechanismus unter der Erde bewegt wurde. Als die Sonne erloschen ist, kehrt der Tempel dann aus Sicherheitsgründen an die Oberfläche zurück. Was? Oh, dann hat der Tempel also nicht einfach nur ein Schläfchen gemacht? Nein. Nein, es handelt sich um einen königlichen Tempel, der eindringliche und nun, ja, unautorisierte Besucher fernhalten sollte. Wir sollten bei der Erkundung des Tempels in jedem Fall vorsichtig sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach steckt er voller Fallen. Ja. Ich habe gemerkt, dass du keine Spinnen magst, aber ich mag auch keine Spinnen. Bei den Paper Mario sehen ganz okay aus. Ich hole mir wieder mal kurz die Info. Es gibt 20 Löcher zu reparieren. Und in diesem Vorraum gibt es anscheinend sonst nichts mehr. Ich gehe nochmal zurück. War da rechts und links etwas? Oder waren das nur so Gänge, wo man ansteht? Nee. Eine reine Dekoration, okay. Aber für den Tempel sieht das schon ziemlich cool aus. Na toll. Jetzt lässt er sich doch noch von einer Spinne greifen. Ordnen die Gegner, die sind doch schon perfekt angeordnet. Oder wird es immer schwieriger, die ganzen Fallschergen sauber anzuordnen? Naja, falls es mal absolut unmöglich erscheint, sie aufzuhören, halt einfach Y gedrückt, drückt dann nicht das Todpublikum doch anfeuern. Was machen die jetzt? Ach, sieh nur an. Die sind aber hilfreich. Ich kann endlich auch die goldenen Stiefel ausprobieren, die ja bei Stacheln nicht funktioniert haben. 29 finde ich jetzt gar nicht mal so heftig, wie ich geglaubt hatte. Hätte ich mir wesentlich stärker vorgestellt. Letztens habe ich mal verkackt, zum Glück reicht das trotzdem. Es gibt sogar einen Unversehrtheitsbonus. Naja, 300 haben wir wieder erinnern, 200 haben wir vorhin ausgegeben. Oder 100, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mehr als genug für das, dass es nur tot sind. Sagt jetzt echt, der Sand ist eine Falle. Hier ist schon wieder etwas kaputt. Weiß, wenn er alles perfekt falten will, dieser König Olli, warum macht er dann ständig alles kaputt? Ich meine, wir sollen eindeutig darauf, damit das als Hebel funktioniert und nach unten fährt. Würde ich mal sagen. Ja. Das andere Teil hat jemand kaputt gemacht.
Ach, da links geht's noch nach unten weiter. Das habe ich komplett übersehen. Ja. Jetzt habe ich noch eine kaputte Säule. Die noch schnell repariert wird. Und ein Fragezeichen-Block. Mit einem Glitzerpilz. Sehr schön, bringt uns aber aktuell kaum weiter. Ich aktiviere mal das Zubehör. Und ach, ich bin tatsächlich sogar auf Fragezeichen-Block-Modus. Ich frage mich gerade tatsächlich, wie es hier weitergehen soll. Ich meine, das erleuchtet zwar das erste, aber... Ach, lesen! Die linke Inschrift ist hilfreich. Okay, das ist toll. Aber wie komme ich da ran? Hilf mir mal, Olivia. So blöd, dass es links keine Treppe gibt. Können wir irgendwie einen Hinweis ausbuddeln? Ach, du willst was graben. Deshalb ist hier auch Sand. Schnipsel. Ja, Faltkreis, okay. Hätte ich mir denken können, allerdings mehr als nur clever gelöst, muss ich sagen. Hätte ich jetzt tatsächlich recht lange gebraucht, so. Dann wäre das erledigt und dann kommen hier auch die Stufen nach draußen. Aber jetzt, wo du mir das mit dem Ausbuddeln gesagt hast, bin ich natürlich neugierig geworden. Und will etwas mehr. Und hier ist überall Geld drin. Ist das jetzt eine unendliche Geldquelle? Ne, irgendwann ist auch gut. Hier noch. Ne. Hier hat sich die Sache dann auch erledigt. Und hier sagst du mir, dass die Inschrift hilfreicher ist. Ah, das ist äußerst komplex. Die ganze Grammatik ist sehr alt, selbst für einen antiken Text. Sogar die Satzzeichen. Es wird einige Zeit dauern, fürchte ich. Na toll. Ach so, deshalb dauert das eine Zeit. Er bleibt hier und liest. Das ist sehr gut. Ich gehe mal davon aus, dass sich so die Tür öffnet. Ja. Könnte etwas leiser sein, während ich übersetze. Wo war ich gerade? Ist doch egal. Die Tür ist offen. Hey, wann ist denn das passiert? Naja, jetzt gerade. Mit dem Text links könnte ich noch einige Stunden verbringen. Aber jetzt ist wohl nicht die Zeit dafür. Also dann, weiter. Sehr, sehr merkwürdig. Selbst für einen alten Tempel ist es hier ziemlich dunkel. Als Archäologe glaube ich nicht an Geister oder ähnlichen Unfug. Aber das hier gefällt mir nicht. Du bleibst da. Nee. Ah, siehst du? Zeig dich und halt! Das sind unsere Schatten, du. Vollvogel. Oje, das ist gar nicht gut. Nee, so wie du dich da aufhörst, das ist gar nicht gut. Aber Alter, sehen diese Schatten mal geil aus. Also, das habt ihr jetzt aber auch gesehen. Das war doch was. Oder da war es nur ein seltsamer Schatten. Erzählt mir nicht, dass ich mir das einbilde. Ja, das glaube ich nicht. Ich habe es nämlich auch sehr, sehr deutlich gesehen. Ach komm, als ob das jetzt drei braucht. Naja, zuerst müssen wir mal hier den Weg freiräumen. Jetzt hatte ich den Fluch des Tempels erwischt. Bist du für ein Abwatschen tot? Scheiße. Das war sogar ziemlich assi. Muss ich schon anmerken. Was war das? Sag mir, dass es nicht wahr ist. Weil die Falle war gerade so cool. Der kommt einfach raus und gibt da Watschen. Das ist.
Nach so wenigen Malen ist sogar der große Schnipsel, sagt Lea. Dann füllen wir das jetzt noch schnell. Schweine mich mal, ich schaue jetzt noch, wie schnell in die Truhe rankomme, sonst ist die Folge hier tatsächlich vorbei. Keine Ahnung, ob ich das tue. Hier fehlen auf jeden Fall einige Schnipsel und die haben wir nicht. Komm, wo nehme ich denn jetzt Schnipsel her? Gib mir einen Krug. Ach, come on. Ist wieder so ärgerlich. Gut gemacht, Mario. Da wollte ich wohl dem Tod ausweichen. Ja, die Krüge sind wahrscheinlich eindeutig weg, die da vorhin noch standen. Ja, die haben wir zerstört. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Dann ist die Folge jetzt aber hier auch beendet. Schade, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ist natürlich absolut scheiße, aber wir werden sicher irgendwo wieder Schnipsel bekommen. Lasst einen Daumen nach unten, wenn es euch gefallen hat, aber nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.